Jetzt kaum kommen wir zu den schönen Seiten des Lebens, wo es um Biene geht, sitzen alle da und 4 Minuten zu früh. Also das gibt's doch gar nicht. Michele Oliva, einer der, ja, also in 5. Generation in Sizilien, da berühmte Imkerfamilie. Und übrigens haben wir jedes Jahr, also einige Jahre lang, Schwärme von ihm in den Klotzbeuten im Bienenmuseum in Thüringen gelebt. Die wurden dort einlogiert vom früheren Landesvorsitzenden. Gell? Ich sag's nur, das ist zum Thema Ausland und so weiter. Der hat nichts verstanden jetzt, gell? Ist auch nicht notwendig. Das war ein politischer Seitenhieb für Deutschland und nicht für Sizilien. Also, Michele wird uns jetzt hier die sizilianische Ferula-Beute vorstellen und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Und die Übersetzung macht Patrick Walter. Patrick Walter arbeitet in der Schweiz und schult oder prüft Imker. Ich weiß nicht ganz genau, ob du sie mehr prüfst oder mehr schulst, aber jedenfalls könnte er auch viel erzählen. Er macht die Übersetzung, Italienisch-Deutsch, so wie vorhin bei Giacomo. Start. Buonasera a tutti. Innanzitutto devo esprimere il mio piacere di essere qui in Germania. Guten Abend alle. Als erstes muss ich mein bedürfnisfreien Lauf geben, mich hier in Deutschland auszudrücken. A parlare delle arnie in ferula è un'arnia a cui io ho lavorato per 40 anni della mia vita. Er möchte euch die Freula-Beute vorstellen, wo er 40 Jahre in Sizilien damit gearbeitet hat. Nello stesso tempo devo ringraziare Jürgen Binder per avermi reclutato. Zur gleichen Zeit möchte er sich bei Jürgen Binder bedanken, dass er hier sprechen darf. Oltre a Jürgen Binder è chiaro che devo ringraziare la Presidente della Regione, di questa Regione dove ci troviamo, e devo esprimere il mio piacere. Er möchte sich zu den Verantwortlichen dieser Region bedanken. Devo esprimere, dicevo, il mio piacere per aver incontrato il dottor Pettis, chiedo scusa per la pronuncia se non è del tutto esatta, e il dottor Iannone, che sono i massimi rappresentanti di Apimondia. Er möchte sich auch bei Herrn Pettis und beim genannten Herrn, Herr Iannone, bedanken, die Repräsentanten von Apimondia sind. Scusate se avremo qualche inconveniente. Prima di procedere alla presentazione effettiva, bevor wir mit der Freula-Beute anfangen, voglio esprimere il mio risentimento, la mia paura per le sorti della terra che sta attraversando a causa del malefico, del brutto comportamento dell'uomo. Er möchte sich auch ausdrücken über den momentanen Stand auf der Erde, der sehr negativ ist und hausgemacht ist von den Menschen, die drauf leben. Abbiamo approfittato troppo della natura. Wir haben zu viel von der Natur profitiert. E io paragono gli uomini, la vita sulla terra, non solo degli uomini, ma di tutti gli esseri viventi.
a un gommone su cui ci stiamo tutti. Er sagt, der Mensch muss kapieren, dass wir alle im selben Boot sind. Questo gommone è alla deriva. Dieses Boot ist am sinken. Perché non me ne vogliono i politici, i comandanti della terra, non hanno saputo guidarlo efficacemente. Die Politiker, die Steuerer der menschlichen Population haben es nicht geschafft, dieses Boot effizient zu steuern. Allora, se non si cambia indirizzo nel comportamento degli uomini, secondo me siamo destinati ad andare a fondo. Nessuno ci può salvare. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Boot exakter zu steuern, dorthin, wo es gehen muss, wird dieses Boot sinken. Quindi è chiaro che l'intervento deve essere immediato, senza dare tempo al tempo, perché è una questione di urgenza. Die Steuerung des Bootes muss sofort in die Hand genommen werden und das Steuer muss rumgerissen werden. Es ist eine Notsituation. Durante questa presentazione vi introdurrò brevemente la mia azienda e la sua storia. Während dieser Präsentation seht ihr die Geschichte der Familie Olivia und die Geschichte von dieser Freula-Beute. Chiedo scusa, correggo, Oliva. Oliva. Entschuldigung. Parlerò della costruzione delle armi in ferro la siciliane e delle loro caratteristiche. Er wird über die Charakteristiken der Freula-Beute sprechen. E di come si svolgevano le attività lavorative in passato e di come queste si siano lentamente evolute. Er wird uns aufzeigen, wie die Betriebsweise war und wie sie in die heutige Imkerei rein verschmolzen sind. La nostra azienda è ubicata in Sicilia. Ho fatto un movimento che non dovevo. Ok. Ecco, la nostra azienda è ubicata in Sicilia, in questa parte cerchiata, è la Sicilia sud orientale. Sottolineo che questa parte di Sicilia è più a sud di Tunisi, quindi pur essendo in Sicilia è come se fossimo in Africa. Die Imkerei ist im Südosten Siziliens gelegen und ist so südlich, dass es eigentlich ein afrikanisches Klima hat. Questa parte di Sicilia è decantata dai più grandi poeti greci, latini e anglosassoni e hanno narrato della magnificenza di questi luoghi. Die alten Griechen, die Poeten haben diese Region schon umsungen. Delle loro api, del ihre miele Bienen, prodotto, ihres Honigs e della bontà del clima. Und die Schönheit des Klimas. Questo territorio occupa la parte sud-orientale della Sicilia, comprendendo le province di Siracusa, Ragusa e una piccola parte della provincia di Catania. In dieser Region ist die Provinz Catania, Ragusa und Siracusa vorhanden. È quasi tutta corrugata in colline, con rocce calcaree di origine sedimentaria. Die Region besteht aus einer Hügellandschaft aus Kalkgestein. E in parte di origine vulcanica. Und zum Teil vulkanischer Herkunft. L'altitudine massima si raggiunge nel Monte Lauro ed è solamente di 985 metri. Die höchste Erhebung der Region ist auf 950 Meter. La vegetazione spontanea è tipica della macchia mediterranea. Die Vegetation ist die typische mediterrane Macchia.
E si trovano? In questa, va bene, aiutami. In questa zona della Sicilia si coltivavano nel passato, nella zona pianeggiante, mandorle, olivi e carrubi. Traditionellerweise wurde in dieser Region Mandeln angebaut, Thymian und verschiedene Zitrusfrüchte. Una parte di questo territorio è stato modificato e ora è coltivato ad agrumi. Jetzt werden vor allem Zitrusfrüchte angebaut. Nelle parti più in collina esistono delle garighe a Timus capitatus, quello è il timo della nostra zona Iblea e non il timo che si parla in altre parti d'Italia. In der hügeligen Region ist dieser Timus capitatus einheimisch und es ist nicht exakt derselbe Thymian wie sonst in Sizilien vorkommt, also sehr spezifisch. Esiste ancora qualche relitto di querce, di Quercus ilex, ma molto degradate a causa della sottrazione del suolo per coltivazioni e a causa degli incendi che periodicamente distruggono questo bellissimo paesaggio. Auch gibt es alte Eichenbestände, die aber am Abnehmen sind, weil sich der Humus abträgt und neuerdings viele Waldbrände waren. È in questo contesto che nasce la nostra azienda, ora alla quinta generazione. Die Familie Oliva ist jetzt in der fünften imkerlichen Generation. Dal mio bisnonno, der Urgroßvater Oliva Salvatore, Oliva Salvatore 1850, al mio nonno Giuseppe, Giuseppe 1882, a mio papà anche lui Giuseppe, auch der sein Vater auch er Giuseppe 1922, e ora a me, und jetzt Michele 1948, e ai miei figli Oliva e Pierluca, che adesso io collaboro. Prima sono stati loro a collaborare me, adesso io collaboro loro. Und jetzt hat er die Imkerei an beiden Söhnen weitergegeben, an Giuseppe und Pierluca, die vorher seine Hilfsarbeiter waren und jetzt ist er seine Hilfsarbeit. Mi è d'obbligo citare anche qualche elemento della linea femminile. Mia nonna, Gilberto Francesca. Er muss natürlich auch die weibliche Seite dieses imkerlichen Stammbaums aufzeigen, also Francesca Gilberto. Abilissima apicoltrice per costruire e lavorare nelle arne in ferula. Sehr fähige Imkerin gewesen, die diese Beute hergestellt hat und die Bienen in dieser Beute bewirtschaftet hat. Ha fatto trovare l'azienda in piena efficienza a mio nonno, richiamato in guerra. Sein Großvater war natürlich im Ersten Weltkrieg involviert und als er zurückkam, hatte eine funktionierende Imkerei vorgefunden. Durante la prima guerra mondiale. Io sono orgoglioso di appartenere a questa famiglia e ho cercato e ci sono riuscito di trasmettere questo amore per questo lavoro ai miei figli. Michele ist sehr stolz, dieser langen familiären Tradition den Tribut zu leisten und diese Passion für die Bienen auch seinen Söhnen und der ganzen Familie weitergeben zu können. E mi auguro che la stessa cosa succeda per i miei nipoti. Und er wünscht sich natürlich, dass auch für seine Enkelkinder dasselbe passieren wird. Pierluca? Nella nostra Sicilia le api sono state allevate da tempi remoti in questo tipo di arnia.
successivamente sono state sostituite da quest'altro tipo. Seit langer Zeit wurden die sizilianischen Bienen in diese Beute gehalten. Links die einzelne Einheit und rechts der Bienenstand. Prossima. Vengono costruite con i tronchetti della ferula communis. Sie wird aus den Ästen der Ferula communis hergestellt, eine bestimmte Baumart. Una pianta molto importante sia per la costruzione delle arnie che per quanto riguarda la secrezione del nettare che è abbondantissima, cui le api visitano. Diese Pflanze war in zwei Hinsichten sehr wichtig, erstens für die Konstruktion und zweitens auch für die Honigproduktion. Viene raccolta nei mesi di luglio-agosto, dopo il periodo vegetativo. Die Äste wurden im Juli und auch im August geerntet. Completamente essiccata. Total ausgetrocknet, da das Ende der vegetativen Phase war. E privata delle infiorescenze laterali, viene conservata in fasci. Also da wurde geerntet und das ist so ein geerntetes Ferula-Bündel. Per essere successivamente lavorata. Um danach weiterverarbeitet zu werden. Per la lavorazione i tronchetti di ferula vengono prima tagliati a circa 25 centimetri di lunghezza con questa apposita forca che sembra una ghigliottina. Diese Äste wurden in 25 cm Länge zugeschnitten und zwar mit diesem Gerät, das ganz ähnlich wie eine Guillotine funktioniert. E vengono selezionati successivamente in base al loro diametro, alla loro grossezza. Danach werden sie sortiert, anhand ihres Durchmessers sortiert. Perché per costruire queste arnie i vari segmenti, le varie sezioni devono essere identiche, altrimenti si rischia di rimanere delle fessure che poi dovrebbero essere chiuse in un sistema che non si avrebbe i suoi motivi per aprirsi, per lasciare delle fessure. Wie ihr hier seht, die 25 cm Länge mussten exakt eingehalten werden, damit keine Spalten entstehen, die danach wieder geflickt werden müssten. Mi sono prestato io, dopo tanti tempi, dopo averlo fatto a mio papà, a questo lavoro di pareggiatura, cioè dire vengono eliminati eventuali sporgenze per rendere tutte le ferule omogenee e pareggiate perfettamente da una faccia. Wie man hier sieht, werden die einzelnen Äste exakt bearbeitet und einseitig genau wird die Rundung weggehobelt. Dopo la pareggiatura si procedeva alla foratura, che avveniva per mezzo dei tondini arroventati. Wie man hier sieht, wird hier noch genauer an der Präzision der Äste gearbeitet. Dopo aver praticato il foro, si doveva procedere celermente allo spegnimento del fuoco, perché nella ferula il fuoco si propaga facilmente, velocemente. Nachdem diese Äste genau getuned wurden, wurden sie mit Feuer angeschwärzt. Fatto questo lavoro, si conservavano accatastate per essere successivamente lavorate. So konnte man die Ferula-Äste konservieren. Si praticavano tre fori che venivano occupate successivamente da verghe dello stesso diametro ricavate
da una pianta che cresce spontanea nei torrenti siciliani e che Nachdem die Ferula-Äste angeschwärzt wurden, wurden sie abgekühlt. Danach wurden drei exakte Löcher, 90 Grad zum Ast reingebohrt. Die mussten exakt sein, damit diese Spieße das Ganze zusammenhielten. Si praticavano alle due estremità delle spaccature, come si vede, longitudinali, per permettere con un cuneo il fissaggio definitivo a fine costruzione dell'arnia. Die ganzen Äste wurden mit Druck zusammengedrückt, bis sie diese Länge hatten und danach wurden die Spieße abgeschnitten und reingehämmert, mit kleinen Keilen reingehämmert, damit sie fixiert sind. Ultimata questa costruzione, si eliminavano le sporgenze agli spigoli, a questi spigoli, e si otteneva così una costruzione che permetteva la adiacenza e la sovrapposizione delle arnie. Man wollte diese Beuten so stapeln können und so transportieren können, deshalb wurden diese Beuten auch so präzise konstruiert und man hat viel Zeit in der Herstellung verwendet. Oltre alla costruzione dell'arnia, si procedeva alla costruzione delle chiusure anteriori e posteriori. Natürlich gehört hier auch ein Abschluss dazu und die Frontseite, die ein kleines Flugloch vorweist. Quell'apertura è la porticina per l'entrata dell'ape e in dialetto siciliano viene chiamato uccaloro, da bocca. Also im sizilianischen Dialekt wurde es uccalora da bocco. Da bocca. Da bocca. Perché in Sicilia das war das Flugloch. In Sicilia quando diciamo bocca diciamo ucca. E da ucca, uccaloro. Sì. Malgrado la maestria operata dagli apicoltori artigiani, non potevano essere evitate piccole fessure. Natürlich wurde bei dieser Konstruktion höchste Genauigkeit vorausgesetzt, aber es waren natürlich immer noch kleine Spalten nelle und Öffnungen vorhanden. Nelle varie sezioni dell'arnia. E allora si procedeva alla scovolatura. Uso questo termine perché l'ho imparato da militare per i cannoni. Also wenn man alles zusammengesetzt hat, musste die Innenfläche abgefeilt werden, damit sie keine Erhebungen hat, sondern genau glatt ist. All'interno e all'esterno con dello sterco di vacche diluito in acqua. Danach wurde das Ganze verputzt und zwar mit einer Mischung aus Kudung und Wasser. Alla fine di questa operazione si praticavano nell'arnia due fori nella stessa ferula e tre ulteriori fori sulla verticale, quindi due orizzontali e tre verticali. Wenn die Prozedur des Ausschmierens erledigt war und alles getrocknet war, hat man im Prinzip zwei horizontale Spieße reingedrückt und drei vertikale Spieße reingedrückt, die durch die Beute gehen. I primi due servivano per appoggio, da supporto per il primo favo. Die ersten zwei Spieße, da wurde eine Brutwabe angelehnt und die Brutwabe wurde durch diese zwei Spieße stabilisiert. Che veniva stabilizzato introducendo la mano, tenendolo sollevato, con delle cannucce che si chiamano brocche.
Man sieht hier vorne eine Brutwabe, die wurde an diese zwei Spieße angelehnt und unten durch, also Vorderseite, hat man diese Wabe an diese zwei Spieße gedrückt und angeklemmt, damit unten durch ein B-Space vorhanden ist. I tre successivi, i fori successivi verso la porticina di involo dell'arnia, servivano come armamento, cioè dire come i nostri telai delle standard vengono armati col fil di ferro. Die weiteren drei Spieße waren im, hatten im Prinzip auch eine Stützfunktion für die nächsten drei Waben. Così queste fave venivano armati e quindi stabilizzati perché l'infiorescenza di ampelodesma arriva al fondo, quindi poggia nel fondo, per evitare la caduta durante il nomadismo. Also diese Freula-Beute war aufs Wandern ausgelegt und deshalb wurde dies minutiös, die Waben wurden minutiös abgestützt, damit die Waben beim Wandern nicht kollabieren. Rimarco che i favi posteriori, malgrado poi venivano fissati al soffitto e alla, alle pareti dell'arnia, potevano essere estratti e riposizionati. Man muss beachten, dass dies eine traditionelle Beute war, wo man diese Waben rausschneiden konnte, zentrifugieren konnte, also schleudern konnte und wieder in die Beute reinmachen konnte. Also nicht so wie bei einem Korb, sondern hier ist schon ein Mobilbau vorhanden. Questo tipo di arnia è stata sostituita negli anni 50 da un'altra arnia costruita in legno di abete molto sottile, avente le stesse caratteristiche con la medesima, con il medesimo metodo di lavorazione. In den 50er Jahren wurden diese Freula-Äste einfach halber durch Tannenbretter ausgetauscht. Questa arnia è più adatta al nomadismo che veniva effettuata o a dorso di muli o attraverso carri provvisti di balestre per attutire i movimenti delle strade che erano molto accidentate. Die modernere Beute, im Prinzip aus Tannenholz, war stabiler, weil wie ihr seht, da wurde alles per Karre oder von Hand transportiert und die Straßen waren nicht das, was sie heute sind. Nelle arnie in ferula, le api si sviluppano nel senso orizzontale. Die Bienen in dieser Beute bewegen sich nach, also der Wabenbau bewegt sich nach vorne und nach hinten. Non si utilizzavano fogli cerei, quindi a loro piacimento costruivano favi femminili, maschili o misti maschili e femminili. Zu dieser Zeit hat man noch keine Mittelwände verwendet, das heißt, die Bienen lebten im Naturbau, entweder auf Arbeiterinnenwaben, Drohnenwaben oder gemischte Waben. Sono delle arnie semi-razionali e questo esempio di arnie, questo tipo di arnie, è unico in tutto il mondo. Solo in Sicilia si utilizzava questo metodo di costruzione e di lavorazione nelle arnie in ferula. Nur in Sizilien war also die einzige Region auf der Welt, wo diese Art Beute verwendet wurde, war in Sizilien und es war eigentlich eine Annäherung an den Mobilbau. La parte posteriore poteva essere occupata da quattro o cinque favi. Die hintere Seite konnte von drei bis fünf Brutwaben besetzt sein. Le cannucce che si utilizzavano erano della larghezza di circa 8 mm, giusto il doppio passaggio ape. Diese Stecken, die verwendet wurden, um die Waben zu fixieren, hatten circa
8 mm, also einen ähnlichen B-Space. In lunghezza erano circa 2 cm più lunghi dell'interno dell'arnia. Und sie waren circa 2 cm länger als das Innenmaß der Beute, damit man sie biegen konnte und eine Spannung herstellen konnte. Questo per permettere, come una molla, di stabilizzare il favo tenendolo aderente al soffitto. Das musste wirklich gut einklemmen, da in der ersten Phase, bevor die Biene die Waben wieder angebaut hat an der Beute, war das Ganze doch etwas instabil. Che poi le api provvedevano ad aderirlo definitivamente con le loro costruzioni cerose. Und so konnte man sicherstellen, dass die Waben am richtigen Ort verankert wurden von den Bienen. Questa parte posteriore aveva 2 funzioni. Der hintere Teil der Beute hatte 2 Funktionen. Durante l'inverno funzionava da nido. Während dem Winter war das der Wintersitz der Bienen. Durante il grande raccolto funzionava da melario. Und während der Ernte wurde das zum Honigraum. Quando la famiglia era prossima al riempimento, con le nuove costruzioni, wenn sich das Bienenvolk während der Tracht von Brutraum nach vorne bewegt, da qui in poi, von quindi, hier nach hier, questa la sezione diciamo invernale, qua la sezione primaverile con le costruzioni a favo caldo. Wie gesagt, hier war der Wintersitz und im Frühling während der vegetativen Phase befand sich das Volk hier und der Neubau kam nach vorne und natürlich war alles im Warmbau. In questo momento si verificava l'innesco della febbre sciamatoria per mancanza di spazio. In der Phase, wenn das Volk am Exponieren war, musste man sich Gedanken machen, wie man das Volk am Schwärmen hindern könnte. Allora in quel momento si produceva alla divisione delle famiglie. In der Phase kann man mit der Beute im Prinzip zur Halbierung der Brutwaben. Si prelevavano 4-5 favi dalla parte anteriore e si trasferivano in un'arnia vuota insieme alle api che occupavano. Man nahm 4-5 Brutwaben aus diesem Muttervolk raus und hat sie in eine neue Friula-Beute eingespannt. La famiglia madre non occupava il posto primitivo. Das Muttervolk wurde vom ursprünglichen Standort weggenommen und der, sage mal, Ableger wurde dorthin gestellt. Ma si posizionava in un posto più lontano dalla posizione originaria, di modo che perdeva le bottinatrici. Es ging im Prinzip darum, dass das Muttervolk die Flugbienen verliert und die Flugbienen im Ableger reinfliegen. In questo modo si arrestava la febbre sciamatoria. Und so war im Prinzip die Schwarmlenkung erledigt und für die Saison die Schwärmerei beendet. Dal decimo al dodicesimo giorno, vom 10. bis zum 12. Tag, si procedeva all'eliminazione delle celle reali in eccesso. Da ist man zum Ableger gegangen, Tag 10, Tag 12 ist man zum Ableger gegangen und da hat man die überflüssigen, die nicht schönen Nachschaffungszellen abgedrückt. Smontandoli e riposizionandoli, lasciandone 2 delle più belle, 1-2 delle più belle. Und 2 der schönsten Königinnenzellen wurden im Volk belassen. I favi venivano rimontati delicatamente nell'arnia per non danneggiare le celle. Die Brutwaben wurden wieder schön reingemacht und auch wieder abgespannt und man musste natürlich Vorsicht walten lassen, dass die Königinnenzellen nicht beschädigt werden. E dove con la nascita della nuova regina e conseguentemente al successo della fecondazione,
era formata una nuova famiglia. Und natürlich mit dem Schlupf mindestens einer Königin und der Begattung war so ein neues Volk gegründet. Se la regina non aveva successo nella fecondazione, veniva eliminata, svuotandola ed eliminando, buttando fuori le api che occupavano il posto di una famiglia vicina. Also wenn da kein Begattungserfolg war, dann wurde die Kiste geleert, die Bienen rausgewischt und die Kiste wieder freigemacht. Quindi in questo tipo di arnia si facevano i nuclei, gli sciami artificiali. Die leere Kiste wurde dann verwendet, um Kunstschwärme zu machen. E in gergo apistico venivano chiamati partituri, cioè dire da partire. Dividere, fare delle parti, da una si facevano due parti, una madre e una figlia. Also im Prinzip jedes, sage mal, ausgewintertes Volk wurde halbiert. Quindi non si permetteva la sciamatura in questo sistema, chiaro? Non si raccoglievano gli sciami, la sciamatura veniva prevenuta, così come si fa oggi negli alveari razionali. Also da wurden keine Schwärme zugelassen, da wurde alles halbiert und die Schwärmerei war beendet, wie man heute in einer seriösen Imkerei auch arbeitet. Vista la divisione delle famiglie, passiamo al prelievo del miele. Jetzt haben wir etwas über die Beute und über die Betriebsweise bis zur Schwarmlenkung gesprochen. Jetzt kommen wir zur Honigernte. Le api immagazzinavano il miele nella parte posteriore perché è più lontana dalla porticina d'involo. Er sagt, der Honigraum ist im Prinzip hier im hinteren Teil, weil es fern vom Flugloch ist. Ecco che in questo momento funzionava da melario. Der hintere Teil, wie gesagt, funktioniert jetzt als Honigraum. Fra parentesi, il miele lo posizionavano nella parte più lontana per essere più al sicuro da eventuali parassiti, predatori, più che parassiti, predatori. L'ho già detto prima. Ah sì? Sì. Ok. Sì, ma... Le famiglie a fine raccolto si infernavano su 7 favi, 8, 4, 5 posizionati qui nella parte posteriore e 3 ulteriori davanti. I 5 posteriori erano tutti visionati. Il primo, questo, poteva essere visionato da questa apertura, l'ultimo, questo, poteva essere visionato dalla parte anteriore. Das Volk bestand bei der Ernte aus 4-5 Honigrämchen und aus 3-4 Bruträmchen. Die Honigrämchen konnten von dieser Seite bearbeitet werden. Und die Bruträmchen konnten von dieser Seite bearbeitet werden. Così si potevano accertare eventuali patologie. So konnte man eigentlich zu jeder Zeit Brutkrankheiten feststellen. I favi da miele prelevati venivano sminuzzati con l'aiuto di questo attrezzo che ha una forca nelle estremità. In un manico nell'altro. Die Honigwaben wurden rausgenommen und in diesem Behälter mit diesem Gerät hier zerkleinert. Successivamente a questo sminuzzamento seguiva la fase della torchiatura. Nach dem ganzen Prozess der Zerkleinerung kam das Ganze in eine Honigpresse. Dagli anni 50 in poi, gli apicoltori professionisti, piuttosto di eseguire la torchiatura, sono passati alla centrifugazione.
In den 50er Jahren kam dann der Wechsel zur Zentrifugation, also zur Honigschleuder. Evitando così la distruzione dei favi, lo sminuzzamento dei favi, che potevano essere riutilizzati. So konnte man natürlich verhindern, dass die Waben kaputt gemacht werden und so konnte man sie wiederverwenden. Talvolta conservati, come conserviamo noi gli attuali melari, per l'anno successivo, per la stagione successiva. Im Prinzip parallel zur heutigen Honig, zum heutigen Honigraumlager konnte alles wieder verwendet werden. La resa per alveare si aggirava sui 4 kg a famiglia e circa 400 grammi di cera. Also pro Volk hatte man 3 bis 4 Kilo Honig geerntet und circa 400 Gramm Wachs. In questo modo gli apicoltori potevano permettersi uno stile di vita agiato per il prezzo buono che aveva sia il miele che e soprattutto la cera. Zu der Zeit war der Honigpreis noch sehr gut und vor allem der Wachspreis war sehr hoch. Mit diesen Erträgen konnte eine Imkerfamilie gut leben. Conseguentemente anche al numero di famiglie allevate che nei professionisti erano molte volte superiori al migliaio. Natürlich waren die Berufsimker hatten damals schon Völkerzahlen um die 1000. Il momento del prelievo del miele era molto delicato in quanto veniva effettuato a fine fioritura per essere maturo e non rischiare la fermentazione. Natürlich war die Honigernte etwas delikat, also der Honig musste reif sein, tiefer Wassergehalt. Und natürlich war da keine Tracht mehr, also da war eine große Raubgefahr. Per questo motivo doveva essere utilizzato parecchio fumo per evitare i saccheggi. Da musste natürlich enorm viel Rauch verwendet werden, um den Raub zu verhindern. Dagli anni 60 in poi, per rendere più agevole la raccolta del miele, si ricorse al montaggio di un laboratorio ambulante. Ab den 60er Jahren wurde im Prinzip ein mobiler Schleuderraum eingerichtet. Questa costruzione all'interno aveva tutto il necessario per eseguire la smeratura sul posto. In diesem Netzzelt war alles vorhanden, womit man den Honig schleudern konnte. Anche nelle aree razionali fino agli anni 90 in Sicilia abbiamo utilizzato questo modo di prelevare il miele. Sogar dann in den konventionellen Beuten, also auf der rechten Seite, wurde dies bis zu den 90er Jahren so durchgeführt. La cera ricavata dalla torchiatura o dalla smelatura non servibile veniva fusa in grandi caldaie. Quando aveva raggiunto il punto di fusione, si mescolava della paglia di grano. Nachdem der Wachs, also man hat den Wachs in großen Kübeln über dem Feuer geschmolzen und wenn der Wachs flüssig war, hat man dort Stroh reingelegt. E torchiata a caldo. Stroh hat man reingelegt, um die großen Verunreinigungen zu filtern. Danach wurde das Ganze durch eine Presse geschüttet und das Stroh ausgedrückt. Raccogliendo la cera dall'alto del recipiente dove veniva a colare dal torchio, si ottenevano dei favi perfettamente puliti, non avevano bisogno di essere raschiati nel fondo. Also mit diesem Prozess hat man ein sehr sauberes Wachs erhalten. L'acqua usata per la fusione dei favi, una volta che i favi contenevano del miele, perché il miele non può essere del tutto eliminato, sia con la torchiatura
che con la smelatura i favi rimangono imbrattati di miele, l'acqua diventava dolce. Während diesem Schmelzprozess hat man natürlich auch Wasser verwendet und in diesem Wachsblock war natürlich auch immer Honig. Somit hat man das Wasser aufgefangen und fermentieren lassen. Dopo fermentazione si otteneva quindi un idromele. Ma questo idromele non era bevibile perché aveva molti sapori strani, di polline, di favo vecchio e così via di seguito. Quindi non poteva essere consumato come idromele. Nach der Fermentation war das natürlich nicht wie Met, es war eigentlich einfach eine süße Flüssigkeit, die Nebengeschmacke von wahrscheinlich Brut, etwas Pollen hatte, somit konnte man sie nicht trinken. E se con opportuna concentrazione veniva fatto fermentare e dopo distillato si otteneva il liquore degli apicoltori con l'aggiunta di un altro pochino di miele per renderlo dolce. Nach der Fermentation wurde das Ganze destilliert, abgefüllt und mit Zugabe von noch etwas Honig war das dann der Imkerlikör. Questo liquore, ha detto Jürgen, ci viene offerto quanto più presto è possibile nell'ora della cena. Dieser Likör wird von Jürgen hier während dem Essen ausgeschenkt. Okay. Danke. Le arnie in ferula venivano accatastate in ferula o dell'altro tipo, venivano accatastate l'una sull'altra e si custodivano nelle famose grotte degli Iblei, dove abbiamo il fenomeno carsico. Also klassisch gesehen wurden diese Ferula-Beuten wie hier auf der rechten Seite in unter Felsvorsprünge oder Höhlen reingemacht oder auf der linken Seite wurde da speziell ein Unterstand gebaut. Dove non erano presenti le grotte naturali, si scavavano delle grotte artificiali utilizzando dei picconi azionati da muscoli umani. Also wo keine Höhlen vorhanden war oder kein Material für einen Unterstand zu bauen, wurde da mit Pickel und Schaufel und Muskelkraft gearbeitet. Dove non erano presenti le grotte o la possibilità di scavarle e ricavarle dalla roccia, si costruivano dei ricoveri artificiali erigendo due muri laterali e un muro posteriore. Auf der linken Seite sieht man so einen Unterstand, der gebaut wurde. Auf der linken Seite, auf der linken und rechten Seite ist jene Mauer, hinten ist zu und ein Dach mit Ziegel drüber. Coibentando in tutti i casi le parti laterali e posteriore della catasta di alveari o arnie. Arnie fuori, alveare dentro. So wurde im Prinzip jede Zugluft eliminiert und die Ferula-Beute war so geschützt und somit auch die Völker. In questo modo l'inverno veniva superato agevolmente, quindi con questi ripari, e non era necessaria alcuna nutrizione. Es war nicht nötig, da die Bienen so geschützt wurden, hatten sie eine gute Energieeffizienz und mussten nicht mit Zucker gefüttert werden. Si rispettava l'ambiente, si evitava la sciamatura naturale, nessun apicidio per prelevare il miele, selezione naturale e biodiversità. Mit dieser Betriebsweise hat man keine Gifte verwendet, man hat kein Wasser verschwendet, man hatte ein Honig da, der sehr gute natürliche Eigenschaften hatte, man hatte einen Honig, der
wo viel Pollen drin war und natürlich vielleicht etwas Brut, da war Protein und Vitamine und Pollen, das war alles im Honig vorhanden. Il miele degli iblei, per questa sua peculiarità, per il modo in cui veniva ottenuto, è stato decantato da molti autori latini, greci e anglosassoni. Der Honig, den wir vorher beschrieben haben, wurde von den alten Griechen, von den Römern etc. besungen und beschrieben als sehr spezieller Honig. Manteneva inalterate le sue peculiarità e in termini di gusto, perché torchiato, aveva sapore di favo, ma era ricco di polline. Zwischendurch kam es vor, dass der Honig Brutwaben oder Wabengeschmack hatte, aber er hatte natürlich einen hohen Pollengehalt. Polline che lo rendeva completo anche dal punto di vista proteico e vitaminico. Pollen, der zur Abrundung des Nährstoffgehalts sehr wichtig war. Il declino dell'arnia in ferula è avvenuto a causa dello scarso rendimento e per l'aumento del costo della manodopera per la loro costruzione, riparazione e gestione. Es war natürlich klar, dass die Ferula-Beute abgelöst wurde, weil sie ist sehr aufwendig in der Konstruktion, in der Costruzione, riparazione und, e gestione. Riparazione. Sie war aufwendig in der Produktion, im Unterhalt und auch mit dem Zeitaufwand für die Betriebsweise. Riparazione perché essendo molto fragile, queste parti venivano a deteriorarsi precocemente. Diese Teile hier wurden natürlich von der Nutzung mitgenommen, beschädigt und das musste alles immer wieder repariert werden. Il cambio è avvenuto molto gradualmente e i primi tentativi risalgono al periodo post Prima Guerra Mondiale, ma senza successo per svariati motivi. Die ersten Versuche, die Freula-Beute abzulösen, waren nach dem Ersten Weltkrieg, aber sie sind aus verschiedenen Gründen versandet. In primo luogo, la difficoltà ad operare il nomadismo per via della poca efficienza dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazione. Also einer der Gründe war, dass die neuen Beuten nicht effizient genug waren und sie auch wegen der Größe schwieriger zu transportieren waren. La poca o nulla disponibilità alla divulgazione dell'arnia nazionale dovuta alla gelosia degli apicoltori che ancora oggi non è stata eradicata. Also da war die Problematik, dass die neuen Beuten keinen Fuß fassen konnten. Quindi non scuola di apicoltura, ma un'arte che si trasmetteva in famiglia da padre in figlio. Also die Freula-Beute wurde traditionsgemäß vom Vater zum Sohn weitergegeben. Altro motivo del fallimento è stato dovuto alla applicazione di questi metodi di lavorazione dell'arnia in ferula alla razionale, specie il cambiamento di posto. Also die Freula-Beute wurde nicht abgelöst durch eine neuere Beute, weil sie einfach schwieriger zu wandern war und die Leute hatten diese Betriebsweise eigentlich im Blut. Da considerare anche le scarse condizioni economiche delle famiglie di apicoltori di quei tempi. Zu dieser Zeit waren die professionellen Imker nicht gerade wohlhabend, also konnten sie sich auch einen schnellen Wechsel nicht leisten. Non si può fare a meno di citare un tentativo intelligente di trasformare l'arnia similferula semirazionale in arnia totalmente razionale. Man hat dann die traditionelle Ferula-Beute etwas weiterentwickelt in eine
etwas modernere Beute. Questa trasformazione veniva ottenuta aprendo dall'alto un'arnia, formando degli appoggi per delle striscette di tavole della larghezza di 2,5 centimetri, con la possibilità di sovrapporre un'altra cassetta dello stesso tipo, modificando, cioè dire asportando due pareti dell'arnia. Man hat die Ferula-Beute so weiterentwickelt, man hat Oberträger konzipiert, also im Sinne einer Trogbeute, unten der Brutraum und oben der Honigraum. Ottenendo così il moderno melario. So hat man im Prinzip den modernen Honigraum erlangt. In queste fascette si attaccavano, si ancoravano dei fogli cerei con lo stesso metodo in cui si ancorano attualmente i piccoli fogli cerei che si usano nelle moderne apidea. Hier wurde schon ein Vorgänger der Mittelwand rangeschmolzen, so wie man die Apideas heute verarbeitet. In questo modo le api non avevano più la possibilità di costruire celle maschili, semi inutili, non del tutto inutili, perché i fuchi occorrono per la fecondazione, ma ne costruivano troppi. Quindi si toglieva, si diminuiva la possibilità di costruire molti favi maschili. Durch das, dass eine Mittelwand reinkam mit Arbeiterinnenzellen, wurde die Drohnenproduktion reduziert. Con questo tipo di arnie alveare, il rendimento fu quadruplicato. Mit diesem System, also dieser Weiterentwicklung der Ferula-Beute, wurde der Honigertrag vervierfacht. Però la loro trasformazione era molto brigosa, molto lavorata, e fu abbandonato questo tentativo perché conveniva costruirle nuove del tutto. Jedoch hat sich auch der Arbeitsaufwand vervielfacht und diese Variante vom Brutraum, Honigraum, Trogbeute wurde dann wieder, ist dann wieder ins Vergessen, wurde dann wieder vergessen. Le mie prime regine negli anni 70 li ho ottenute da questo tipo di arnie che oltre ad aprirle superiormente li dividevo in quattro o cinque scomparti. Die ersten produzierten Königinnen wurden in diesen Beuten produziert. Die Beute wurde geviertelt oder gefünftelt. Questo io lo definisco un tentativo intelligente per l'economia e quindi quando c'è bisogno il cervello viene fatto funzionare di più. Das war ein Versuch, die vorhandene Infrastruktur intelligent einzusetzen und wenn man gezwungen ist, Lösungen zu finden, funktioniert das Gehirn auch viel besser. Un detto siciliano dice, contadino, scarpe grosse, ma cervello fino. Ein sizilianisches Sprichwort sagt, ein Bauer hat große Schuhe, aber ein kleines Gehirn. Scarpe grosse, sì, ma cervello fino. Sì. Io ho aggiunto apicoltore, scienziato, inventore. Und er hat zu diesem Sprichwort zugefügt wissenschaftlicher Imker und Erfinder. Also der Imker hat ein wissenschaftlicher Background und ist Erfinder. Negli anni 50 e 60 il deprezzamento del miele e l'avvento delle industrie chimiche portarono molti apicoltori all'abbandono dell'attività di apicoltura. In den 50er Jahren ist der Honigpreis gesunken und die aufkommende Chemieindustrie hat Einzug gehalten.
abbandonarono le api, diciamo. Und so haben viele Leute die Bienen keine Bienen mehr bewirtschaftet. Sostituite dalle arnie in abete di più piccolo spessore e di più facile costruzione, che di conseguenza occupavano anche meno spazio nel momento che si dovevano trasportare del nomadismo. Und da gab es auch wieder eine Weiterentwicklung. Die Friula-Beute wurde verkleinert und wurde auch aus Tannenbrettern gemacht. Le stesse vicissitudini si sono verificate in tutta l'isola siciliana. Und diese Tendenz hat sich auf der ganzen sizilianischen Insel gezeigt. Dove però l'apicoltura era predicata più a livello professionale, questo abbandono non è avvenuto. Also das wurde eher im Hobbybereich ist das passiert, aber dort, wo natürlich 1000 Friula-Beuten vorhanden waren, konnte die Umstellung nicht so schnell gemacht werden. E gli apicoltori part-time, quando il prezzo del miele è aumentato, si sono trovati avvantaggiati perché non hanno dovuto distruggere un patrimonio di arnie e di conseguenza hanno continuato con le arnie razionali. Also im Prinzip der Hobbybereich konnte dort viel schneller reagieren, weil sie nicht tausende von diesen Friula-Beuten herumstehen hatten und konnten so die neueren Beuten dazu kaufen. Altro motivo del declino dell'arnia verula è stato quello di utilizzare queste arnie in pieno sviluppo in serre, colture protette, per la impollinazione delle cucurbitacee, con un prezzo abbastanza vantaggioso, molto allettante. Die Friula-Beute wurde danach aus zwei verschiedenen Gründen weiter genutzt, also weil die Frühlingsentwicklung sehr schnell in diesen blockartiger Aufstellung kam und die Friula-Beute konnte natürlich auch in Treibhäuser platziert werden. In provincia di Catania, dove questa pratica di apicoltura non era a livello professionale, la ripresa è stata molto più veloce. Molti boscaioli e pastori hanno abbandonato il carbone formato con la legna e le pecore a favore dell'apicoltura. In der Phase haben viele Hirten und Förster ihre Jobs verlassen und haben angefangen, Bienen zu halten. Con questo sistema l'economia in questo paesino dell'Etna, Zafferana Etnea, rinomato perché ci sono più apicoltori degli abitanti, si dice che ci sono in un paese di 6-7 mila abitanti 700 apicoltori. Quindi tutti hanno le api, anche il parroco e il sindaco. Da gibt es ein kleines Dorf am Etna, Zafferana Etnea. Und dort sagt man, dort hat sogar der Pfarrer und der Bürgermeister und 700 andere haben dort Bienen. Da questi apicoltori le arnie in verula sono state utilizzate come pacchi d'ape. Von diesen Imkern wurde die Ferula-Beute wie eine Kunstschwarmkiste verwendet. Perché inesperienti boscaioli e pastori abbandonavano durante l'inverno le arnie razionali che avevano bisogno di cure e si trovavano alla fine dell'inverno con delle arnie molto deboli. Die neuen Beuten waren nicht so effizient wie die Ferula-Beute, also man musste wahrscheinlich zufüttern und im Frühling waren dann die Ferula-Beuten effizienter. Eliminavano i favi costruiti, utilizzandoli in parte quelli femminili e quelli maschili andavano ad essere fusi e traducevano versavano queste api nelle arnie razionali deboli, permettendo una ripresa più veloce e quindi una ripresa dell'attività
molto molto veloce. Sie haben die Freula-Beuten verwendet, um die neuen Beuten zu verstärken. Da wurden die Brutwaben rausgeschnitten und dann wie ein Mosaik zusammengesteckt, um die überwinterten, schlechteren neuen Beuten zu verstärken. Questo succedeva perché le arnie in ferula hanno una caratteristica naturale che è quella di essere isolanti. Non solo isolanti, ma con la sovrapposizione che abbiamo visto e la licenza si trasmettevano il calore da una all'altra, facendo economia sulle provviste e quindi con uno sviluppo molto più precoce. Die Ferula-Beute war einfach besser isoliert und auch durch die Aufstellung viel effizienter, kein Wärmeverlust, und so konnten sie die ganzen neuen Beuten verstärken. Per la mia azienda l'arnia razionale è stata popolata dalle api che erano nelle arnie in ferula. Wie man hier sieht, die Oliva-Beute hat Seitenträger von 27 cm Länge und auf der rechten Seite sieht man, wie die Brutwaben rein mosaikiert wurden und mit Schnüren befestigt wurden. Con tre favette dell'arnia in ferula si componeva un telaio di, della misura oliva, non standard. Aus drei Ferula-Waben wurde eine Oliva-Wabe gemacht. Lo spago utilizzato per legare questi favetti composti a mosaico veniva rosicchiato dalle api e parzialmente portato al fondo. L'apicoltore nella prima visita aiutava questo lavoro eliminando tutti i detriti che si trovavano nel fondo dell'arnia. Die Schnur wurde von den Bienen abgeknabbert und teilweise rausgetragen. Bei der nächsten Durchsicht hat dann der Imker die Reste noch, um zu helfen, entfernt. Partendo da soli due telai con piccole famiglie di razza sicula, di tutte le età, con la regina di tutte le età, uno, due, tre anni, le api, durante il grande raccolto, riuscivano a colmare abbondantemente il nido. Wenn man zwei Waben, der Oliva-Wabe, in eine Kiste getan hat, konnte die Bienen, also die Sicula-Biene, konnte bis zur Ernte die Kiste füllen. Ma non riuscivano a fare raccolto nel melario. Aber sie sind nie in den Honigraum aufgestiegen. In quanto la razza sicula, molto propensa alla sciamatura, rallentava il raccolto e andava in febbre sciamatoria. Leider war die Sicula sehr schwarmtriebig, das heißt, wenn sie endlich mal im Honigraum war, waren natürlich auch die ersten Schwärme schon bereit. Fu quindi necessario, sull'esempio degli apicoltori catanesi, che nel frattempo avevano acquistato delle regine e dei nuclei nel nord Italia di razza ligustica, cambiare le regine. Nach dem Vorbild der Norditaliener wurde da im Prinzip die neue Königin gekauft und auch auf Sizilien musste die Ligustica nun bearbeitet werden. Meno incline alla sciamatura, più produttive, più popolose, ma con qualche problema di svernamento in quanto poco adatte al nuovo ambiente. Die Ligustica war produktiver, viel mehr Bienenmasse, weniger Schwärme, aber zum Teil etwas Auswinterungsprobleme. Considerato che molte regine nel corso dell'anno venivano sostituite con regine allevate sul posto, abbiamo optato per regine allevate da noi stessi in loco. Da wurden im Verlauf des Jahres wurden da immer wieder Königinnen ausgewechselt. Prima con celle naturali, innestate in nuclei nel corso delle visite agli alveari, e successivamente con un vero e proprio
allevamento di api regine di razza ligustica, selezionati da noi stessi. Am Anfang wurden die Königin dazu gekauft und mit der Zeit wurde dann die Ligustica selber gezüchtet und selber vermehrt von der Familie. Prima per il fabbisogno aziendale e successivamente anche per la vendita. Als erstes für den Eigengebrauch, danach auch für den Weiterverkauf. La svolta del nostro allevamento è avvenuta con il contatto del nostro Jürgen Binder. Eine Veränderung in unserer Imkerei wurde mit dem Kennenlernen von Jürgen gemacht. Abilissimo apicoltore, sehr guter Imker, che ci ha permesso di conoscere l'ape di Buckfast. Er hat uns erlaubt, die Buckfastbiene kennenzulernen. Selezionata da padre Adam. Selezioniert von Bruder Adam. Non solo padre religioso, ma padre dell'apicoltura moderna, con tecniche innovative che noi oggi mettiamo in pratica. Der, also nicht nur religiöser Vater, aber auch Vater einer modernen Züchtungsvariante oder eines Züchtungsweges. La nostra apicoltura ha subito un inarrestabile declino dovuto alla scomparsa delle arnie in ferula per via di travasi. Die Sikulabiene ist dann mit der Zeit verschwunden, weil auch die Ferula-Beute verschwunden ist. Per l'uso nelle, nei tunnel, nelle colture protette e per la importazione massiccia di regine di razza ligustica della penisola italiana. Also die Ligustica-Biene wurde über ganz Italien verteilt und auch hat völlig Einzug nach Sizilien erhalten. Chi ha dato il colpo di grazia alla sicula è stata la Varroa nel 1983, arrivata in Sicilia. 1983 kam dann der Todesstoß, der mit der Varroa auf die Insel Sizilien kam. Nell'anno 87 l'indebolimento delle famiglie ha scatenato un saccheggio indescrivibile cui io ho assistito e che ho fatto di tutto per limitarlo. Im Jahr 1987 waren dann die ganzen Völker auf der Insel so schwach, dass sie sich Ende Saison brutalstens ausgeraubt haben. Und er hat im Prinzip das Möglichste gemacht, um die Räuberei zu verhindern. I saccheggi si sono verificati non solo nello stesso apiario, ma anche a catena negli apiari posti a chilometri di distanza. Also der Raub war so extrem, es war nicht nur auf dem eigenen Stand oder an die eigenen Standorte, sondern auch standortübergreifend. Uno spettacolo orrendo che io ho assistito e che mi auguro di non vederlo mai più. Ein grauenhaftes Spektakel, wo er live miterlebt hat und nie mehr erleben möchte. La nostra azienda all'Arnia Oliva ha affiancato l'Arnia Standard da Dan Blatt subito dopo qualche anno dal cambio al razionale. Die Imkerei Oliva hat dann nach einigen Jahren die Dan Blatt Beute aufgenommen. Per poter produrre e commercializzare gli sciami nuclei, in quanto l'Arnia da Dan Blatt è usata in tutta Italia. Weil halt in ganz Italien der Damblatt verwendet wurde, konnte man so Ableger verkaufen. Il trasferimento dall'Arnia Oliva all'Arnia Standard è stato molto agevole, in quanto il telaio Oliva, essendo più piccolo, può essere contenuto nell'Arnia Standard. Es war kein Problem, aus den Oliva-Rämchen der Damblatt-Rämchen zu machen. Also die Wabe war ja kleiner. So konnte man sie leicht in ein Blatträmchen integrieren. E successivamente estratto per formare dei nuclei da destinare nella impollinazione in serra. Und so hat auch die Bestäubung in den Treibhäusern angefangen. L'Arnia Oliva, essendo quasi cubica, permette la formazione di un glomere quasi sferico.
Die Olivenbeute war kubisch, also so konnte eine fast runde Traube entstehen. E quindi molto più naturale. Sehr natürlich. In questo modo le arnie risentono più facilmente delle variazioni di temperatura dell'ambiente. So kann im Prinzip das Bienenvolk die Temperaturen besser ausgleichen. E hanno uno sviluppo post-autunnale molto precoce, raggiungendo il momento ottimale per la sovrapposizione dei melari già nel mese di marzo inoltrato. So konnte eine frühe Frühlingsentwicklung angesteuert werden und so waren Mitte März schon die Honigräume drauf. Cosa che è molto vantaggiosa sia per l'anticipo delle fioriture dovute ai cambiamenti climatici, was natürlich praktisch ist oder war wegen der Klimaverschiebungen, sia per la produzione dei fuchi essenziali per iniziare più precocemente l'allevamento delle regine. Auch gut für die Drohnenproduktion, die natürlich essenziell für die Königinnenvermehrung gebraucht wird. Che di solito abbiamo la possibilità di averle feconde a partire dal 20 marzo. Und jetzt haben wir im Prinzip begattete Königin ab dem 20. März. Anche la formazione di pacchi d'api e dei nuclei di fecondazione, utilizzando il 50% della famiglia nell'arnia oliva, viene agevolmente anticipata. Auch konnte man früher Ableger generieren und Kunstschwärme zum Verkauf generieren. La produzione di miele, malgrado di più piccola dimensione, è pari all'arnia standard. Mit der Olivenbeute hat man denselben Honigertrag wie mit der Tarantblattbeute. Ovviamente queste sono delle mie considerazioni e non costituiscono un invito al cambio della misura dell'arnia da adottare. Das sind natürlich seine eigenen Eindrücke und er möchte nicht, dass jetzt jeder die Olivenbeute kauft. In quanto l'arnia deve essere adatta alla razza di ape allevata, all'ambiente e all'indirizzo commerciale fissato dall'azienda. Die Beute muss natürlich immer an der Biene, an die Betriebsweise und an die kommerzielle Ausrichtung des Betriebes angepasst werden. In qualsiasi caso, allevare le api per qualsivoglia indirizzo è sempre positivo per il loro prezioso lavoro svolto incessantemente nella impollinazione delle specie vegetali visitate. Es ist natürlich immer sehr wertvoll, Imker zu sein und der Biene ein Leben zu ermöglichen, wegen der Bestäubung, Biodiversität etc. Mantenendo la diversità genetica indispensabile alla vita del nostro pianeta. So kann die Diversität in der Region und auf dem Planet erhalten werden. E noi stessi apicoltori dobbiamo ritenerci indispensabili al posto delle nostre api che alleviamo, in quanto contribuiamo, mantenendole in vita, alla sopravvivenza degli ecosistemi naturali, combattendo con sudore le molteplici avversità. Un momento. All'ultimo. Allora, in questo modo, allevando le api, auf diese Weise Bienen zu züchten, le api e gli apicoltori, die siamo importanti, indispensabili, come le api che alleviamo. Wir müssen begreifen, dass die Imker, also der Imker muss begreifen, dass die Imker eigentlich nicht ersetzbar sind, weil die Bienen die Imker brauchen, somit ist der Imker genauso unersetzbar wie die Biene. Perché solo per noi riescono ad esistere. Perché cerchiamo in tutti i modi di contravvenire alle porcherie che si usano in agricoltura. Die Biene kann natürlich nur mit uns existieren, weil wir sie durch schwierige Zeiten managen und wir sie in Regionen reinschmeißen, wo Agrarsauereien betrieben werden. Grazie per l'attenzione, viva le api, viva gli apicoltori, viva i prodotti dell'alveare.
Grazie. Grazie. Sind die schon voll geschenkt? Mehr bringen? Nein, die müssen da stehen. Okay. Mille grazie. Dimenticavo di ringraziare il traduttore. Also er dankt natürlich auch diesem Übersetzer und ich danke ihm auch. Es war fantastisch. Perché senza di lui questo lavoro non poteva essere fatto. Okay. Was bleib mal noch mal da und übersetze es ihm. Was mich bei ihm immer so stark beeindruckt, ist diese generationenlange Erfahrung und in welchem ruhigen Stolz diese bei ihm mündet. Das finde ich großartig. Cosa impressionante è che tutte queste generazioni del futuro, e tu hai e la vostra famiglia ha questo è calma ed è fiera del lavoro. Certo. Wenn ich zurückdenke, was ich die ersten 20 Jahre meiner Imkerei alles falsch gemacht habe, wenn ich da die Möglichkeit gehabt hätte, in so einer Familie aufzuwachsen, was hätte es mir das alles erspart? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass diese lange Erfahrung auch Hirnverstopfung macht. Il problema è che tutte queste esperienze ci mette anche solo su una strada, non vogliamo più a destra, non vogliamo più a sinistra. Und ich weiß noch, wie wir mit Hans Bär bei euch waren, und er hat dann dem Giuseppe. Also dem anderen Sohn, der hier ist ja Pierluca, sitzt der hier in der ersten Reihe, einer der beiden Söhne, und er hat ja auch seine Frau mitgebracht, gell? Wunderbar. Und Hans Bär hat ihm den angepassten Brutraum gezeigt. Und die Söhne haben gesagt, das machen wir. Und der Papa hat gesagt, das machen wir nicht. Das funktioniert nicht in Sizilien. Und dann haben die Buben so lange keine Ruhe gegeben, bis er gesagt hat, also gut, dann dürft ihr es mit ein paar Bienenvölkern machen, macht es mal mit 500. A contrastarmi. Ok, allora lo fate con 500. Mi arrendo. Ich gebe auf. Fate voi, dico. Quando ci sono delle discussioni con i miei figli, dico, alt, fate voi. Jetzt so, als die Diskussionen da waren, hat Michele immer gesagt, alt, geht mich nichts an, ihr macht's. Und als ich dann im Winter danach zu Besuch war auf Sizilien, und sie da praktisch da im Keller, im Werkkeller, so unter, die haben da so einen Keller unterm Haus, wo die Schreinerarbeiten gemacht werden. Habe ich sie gesehen, wie sie 3000 Honigräume gemacht haben. E vi ha visto? Anche mia moglie, dice, vuole sentire mia moglie parlare me. Anche la traduzione. La traduzione, die wollen die Übersetzung hören, die Frau. Ja, weil die mir schwätzt auf Deutsch jetzt. Also. Mia moglie è molto esigente, è la titolare dell'azienda, è la padrona assoluta, e vuole conto e ragione. Bravo. M'hai salvato. Grazie. Ok.
Also jedenfalls haben sie 3000 Honigräume gebaut, nachdem Hans Bär bei ihnen war. Das sagt ja wohl alles, oder? Und er sagt, ja, das ist wahr. È vero, è vero. Es ist wahr. È vero. Und, Moment, erst ich. Jürgen, per noi è stato una fortuna, una tombola. Oh, das ist aber jetzt. Oh. Jürgen war ein Glück für die Familie. È vero, è vero. Noi siamo tutti affezionati con lui. Ne parliamo come se fosse uno di famiglia. Da sind natürlich Emotionen drin und er sagt, es sei wie ein Familienmitglied. Ja, ja, also man kann es auch anders sagen, gell? Als ich da eines Nachts mit dem Lieferwagen um die Ecke gebraust bin und ein Vorderlicht und ein Rücklicht nicht funktioniert hat und einer seiner Söhne mir entgegenkam, hat er mir durchs Fenster gerufen, du bist schon ein richtiger Sizilianer. Also, sehr schön, herzlichen Dank, dass du gekommen bist, war sehr beeindruckend. Sein Schnaps hat er mitgebracht, auch das ist ein Zeichen des Stolzes, gell? Es wurde hinten vorbereitet und da dürft ihr euch alle ein Glas wegnehmen, gell? Familie Oliva, großartig. Grazie. So, ein langer Tag ging zu Ende. Wenn ihr bitte die Batterien von den Kopfhörern vorne hingebt, die müssen aufgeladen werden, die Hörer lasst ihr an eurem Platz, dann müssen wir sie nicht desinfizieren. Und dort hinten gibt es dann das Abendessen und die Bar ist auch offen. Und jetzt wünsche ich uns noch ein, zwei gemütliche Stündchen, bevor wir dann heimgehen und morgen um 9 Uhr anfangen. 9 Uhr bitte morgen.